Frau Kelle, der Staat will also die arbeitende Frau, die arbeitende Mutter auch. Was ist denn der Grundgedanke hinter diesem Wollen? Ich sehe verschiedene Motivationen dahinter. Erstmal würde ich gerne vorweg schicken, ich bin ja in Rumänien geboren, ich bin aus Siebenbürgen, ich bin mit 9 Jahren erst nach Deutschland gekommen und wir hatten ein ähnliches politisches System wie in der DDR. Und in Rumänien waren auch Kinderkrippen flächendeckend da, sie waren auch kostenlos und es war so, dass sie als Frau genauso völlig unhinterfragt wie in der DDR sofort wieder in die Berufstätigkeit gewechselt sind. Es hatte politische Motivationen, warum man eben die Kinder so früh wie möglich in ein staatliches Betreuungssystem eingegliedert hat, um sie sofort als wunderbare Bürger dieses Landes gleich konform großzuziehen. Und wenn man sich's genau überlegt, haben das alle totalitären Regime gemacht, dass sie diese Lufthoheit über den Kinderbetten, wie Olaf Scholz es genannt hat, versucht haben, so früh wie möglich zu erreichen. Das heißt, es gibt schon auch einen politischen Willen da. Ich glaube trotzdem nicht an die große Verschwörung. Ich glaube höchstens an Dummheit. Also ich glaube, dass viele, ich meine, Manuela Schwesig ist nicht fähig zu einer Verschwörung. Ja, und insofern, da würde ich mir eher den Begriff der nützlichen Idioten einfallen, aber die das nur ausführen. Aber man muss sehen, es gibt 3 verschiedene Motivationen, warum Frauen auf den Arbeitsmarkt sollen. Da haben wir zum einen die Wirtschaft. Warum freut sich die Wirtschaft immer, wenn der Staat sagt, wir bauen Krippen? Ja, alle Wirtschaftsverbände unterstützen das, ja klar. Damit wird die Arbeitskraft der Frauen freigesetzt und sie haben genug Arbeitskräfte auf dem Fachkräftemarkt. Wenn das Angebot an Fachkräften steigt, sinken die Löhne. Wunderbar für die Wirtschaft, toll. Der Finanzminister, der Staat freut sich auch, weil in dem Moment, wo ich berufstätig bin als Frau, was mache ich dann? Ich zahle Steuern und ich zahle in die sozialen Versicherungssysteme ein. Gleichzeitig brauche ich jemanden, der auf meine Kinder aufpasst oder vielleicht meine Eltern pflegt. Die müssen wieder bezahlt werden. Auch die zahlen dann Steuern und in die sozialen Versicherungssysteme ein. Das heißt, die Politik findet es auch ganz großartig. Und dann haben wir noch die Golden Girls des Feminismus, die auch uns immer noch befreien wollen. Ja? Und zwar auch wiederum durch die Berufstätigkeit. Das heißt, hier arbeiten 3 Kräfte daran, alle Frauen auf den Arbeitsmarkt zu drängen, allerdings aus unterschiedlichen Motivationen. Ne? Der Feminismus will uns befreien, der Staat will unsere Steuern und die Wirtschaft will unsere Arbeitskraft. Und deswegen ist das so attraktiv, dass Frauen auf den Arbeitsmarkt wechseln. Und deswegen ist es auch so schwer, eben dagegen anzukommen, weil dieser Druck natürlich enorm groß ist, wenn so viele daran arbeiten. Wie gesagt, aus unterschiedlichen Motivationen, aber alle mit dem gleichen Ziel. Das hat ja Ursula von der Leyen, glaube ich, 2006 oder so, oder 2007, hat sie genau diesen strategischen Schulterschluss gesucht als Familienministerin. Ja. Zwischen der Wirtschaft, die jetzt ja richtig auf die Wirtschaftsverbände zugegangen und hat die richtig ins Boot geholt für ihre Krippenpolitik und hat da quasi amtlich gemacht, ja, diesen Schulterschluss. Ja. Aber dass man einerseits natürlich auf Kinder angewiesen ist, um Zukunft zu haben, dass man die arbeitende Frau will, dass man andererseits dann Homosexualität und Abtreibung fördert, das ist etwas, was man nicht unbedingt verstehen muss, vermute ich mal. Also das gehört stimmt. Wahrscheinlich zu den Absurditäten von Gender. Gender müssen Sie überhaupt nicht verstehen. Verabschieden Sie sich davon. Ja, ich sehe das eher unter dem Aspekt Satire. Ja, also wenn das alles nicht so viel Geld kosten würde, dann könnte man sich herzlich amüsieren über all das, was in dieser bunten Gender-Tüte drinsteckt. Das Problem ist aber eben, dass dort Ideologen am Werk sind und dass es wirklich Millionen kostet. Ende Februar erscheint mein 2. Buch zum Thema Gender Mainstreaming mit dem schönen Titel Gender Gaga. Und ich habe, weil meine Grundtheorie ist, wenn es keine Wissenschaft ist, dann muss es Humor sein. Anders ist es nicht zu erklären. Und ich habe versucht, mal herauszufinden, wo überall heute schon Gender drin ist. Und das ist wirklich ganz schlimm. Also, und Sie können das nicht einmal in Zahlen fassen. Ich dachte, vielleicht lässt sich so eine Summe
Also wie viele Millionen geben wir schon aus? Es ist nahezu nicht zu beziffern, weil das so verästelt ist, das Ganze. Und dann allein die Lehrstühle, ja, im deutschsprachigen Raum, 214 Lehrstühle stand jetzt Januar 2015. Dazu verschiedene Institute, Netzwerke, ne, verschiedene Geldgeber, einerseits der Staat, andererseits private Stiftungen, aber auch Bundesstiftungen, verschiedene Ministerien. Das ist so ein verästeltes Netzwerk, dass Sie überhaupt nicht sehen können, wie viel Geld eigentlich überall fließt. Ich habe nur auf EU-Ebene eine Zahl gefunden und die ist insofern zuverlässig, weil es haben feministische Frauenverbände diese Zahl zusammengestellt und sie beschweren sich, dass sie zu gering sei. Das heißt, die hatten kein Interesse daran, diese Zahl hoch anzusetzen, weil sie fordern eine Aufstockung des Etats. Und diese Zahl ist zwischen den Jahren 2007 und 2013 hat die EU im Zusammenhang mit Gendergerechtigkeit 3,56 Milliarden Euro ausgegeben. Das ist alles ihr Geld. Und deswegen sage ich, Geld ist da. Die Frage ist nur, fließt es in die Familie oder machen wir noch ein paar Lehrstühle oder noch ein paar Unisex-Toiletten? Das ist die Frage, die Sie stellen. Ja? Frau Beverförde, ich will noch mal auf die Ursprünge zurückkommen. Wir haben festgehalten, Gender noch relativ jung, 1995 beschlossen auf einer Weltfrauenkonferenz. Aber was sind die Gründe dafür, dass sich nach nur 20 Jahren diese Ideologie schon so stark durchgesetzt hat in vielen Institutionen, in vielen Bereichen? Und wer steckt überhaupt dahinter letztendlich? Also ein Grund ist natürlich, dass es zum Beispiel in Deutschland als Querschnittsaufgabe der Bundesregierung beschlossen wurde, ich glaube 1999. 99 unter Schröder. Ne? Unter Schröder, so. Genau. Da wurde das einfach, und zwar klammheimlich, das heißt, das wurde nicht im Parlament beschlossen, sondern das war ein Kabinettsbeschluss. Das wurde also das in die Geschäftsordnung, Der Bundesregierung. Des Bundeskabinetts wurde dieser Begriff Gender Mainstreaming als, und zwar als Querschnittsaufgabe. Das heißt, alles, was dort passiert, bundespolitisch muss querschnittsmäßig gegendert werden. Also sprich, muss unter dem Aspekt von Gender Mainstreaming betrachtet werden, beziehungsweise muss den Gender Mainstreaming Bedürfnissen, in Anführungsstrichen sage ich jetzt mal, gerecht werden. Ja? Das ist wie so ein Pilzgeflecht, ja? wie ein Pilzmyzel, was sich durch alles durchzieht, was aber niemand richtig greifen kann und was man auch nicht sieht und was man auch nicht sehen soll natürlich. Ja? Und das ist ein Grund, warum sich das quasi so weit ausgebreitet hat. Dahinter stehen natürlich viele Interessen. Also alle, die in diesem Bereich Gender irgendetwas tun, die sind echt fein raus, weil es gibt überall Gelder und zweitens Stellen für Gender. Also ich sag mal, die berühmte Frauenbeauftragte ist jetzt nur eine. Die sieht man noch, die hört man noch, von der erfährt man was, weil jeder, der irgendwo im öffentlichen Dienst oder so weiter tätig ist, weiß, dass es die gibt, ist übrigens auch fast immer nur eine Frau. Also ich meine, auch da wird Gender dann lustigerweise nicht angewandt. Also weil, wenn es wirklich angewandt würde, müsste man ja sagen, ist ja quasi geschlechtsneutral und müsste dann auch Mann betreffen. Nein, also das sind dann lustigerweise, sind dann aber wirklich die Frauen immer nur betroffen. Also das Ganze ist widersprüchlich ohne Ende. Und weil Sie gefragt haben, wer steckt dahinter? Ja, also Birgit hat es ja eben schon gesagt, es ist auf der UNO-Weltfrauenkonferenz beschlossen worden. Das heißt, es wird ganz von oben, also aus den wirklich aus UNO, EU, also über diese Schienen läuft das. Und das sind natürlich Interessengruppen, die dahinter stecken. Und die sind vor allem feministisch. Mhm. Und zwar nicht nur feministisch, und Feministinnen, die interessanterweise wieder teilweise aus dem lesbischen Bereich kommen. Ja, also das ist auch wieder. Lustigerweise trifft sich das da. Also das ist einfach so. Das ist jetzt kein Vorurteil oder sonst was. Nee, wenn man das weiß, ja. Dann das ist interessant, wie da die Dinge wieder eben alle zusammenlaufen. Und die haben das sehr, sehr geschickt, eben über diese supranationalen Organisationen haben die das bis nach unten durchgedrückt, ohne dass das, wie gesagt, der Normalbürger je mitbekommen hätte.
Und das ist eben das Gute. Und haben es auch geschickt verstanden, sich an die Geldtöpfe zu setzen, also die anzuzapfen und da an den Schnittstellen oder an den Schaltstellen zu sitzen, um diese Gelder mobil zu machen für ihre ganzen Projekte. Es geht jetzt so weit, das wollte man auch mal wissen, wir exportieren das ja auch noch weltweit. Ich habe jetzt gerade gestern, diese Stelle in Benin. Ja. Ja, genau. Es gibt hier, habe ich über Facebook gesehen, du hast es offensichtlich auch gesehen. Also eine Stelle für Genderbeauftragten im Benin. Ja, ich meine, Benin ist ein armes afrikanisches Land. Ich meine, aber dort wird jetzt über die Entwicklungshilfe. Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, das heißt auch wieder Steuergelder. Genau. Die schicken jetzt Genderbeauftragte nach Benin, weil die brauchen ja nicht Trinkwasser und die brauchen auch nicht Schulen, sondern sie brauchen jetzt Genderkompetenz. Aber das Schlimme ist ja, es ist nicht nur Geld. Also da an der Stelle ist. Ja. Es wäre schön, wenn es nur Satire wäre. Ja. Ich halte es tatsächlich für sehr gefährlich, weil es geht nicht nur darum, dass sie überflüssiges Geld ausgeben, was schon schlimm genug wäre, da gebe ich dir recht, sondern sie wollen auch etwas damit tun. Sie wollen nämlich etwas zerstören. Sie wollen eben tatsächlich, sagen wir mal, dass die gewachsenen Kulturen, und das ist ja auch, was die Afrikaner uns oft mit Recht vorwerfen, dass wir Europäer ihnen unsere völligen, unsere Unkultur, die wir mittlerweile leider haben, exportieren. Ja. Und das machen wir. Das ist ein typisches Beispiel gewesen, dass man es sehen konnte, über Genderbeauftragte in Benin. Ja? Das ist nicht lustig, weil die sollen da tatsächlich was tun. Und dann gab es noch so ein paar Dinge, die da nicht aufgeführt waren. Ich möchte nicht wissen, was die Aufgaben dort waren. Also das wäre nochmal interessant, das zu recherchieren. Nun haben wir gesagt, Gender, noch eine ziemlich neue Entwicklung, eine neue Ideologie. Trotzdem ist sie ja nicht vom Himmel gefallen. Und wir haben ja unsere Medien, Frau Kelle, Sie sind selbst Journalistin, und die Medien haben ja die Aufgabe, die Mächtigen zu kontrollieren und auch Entwicklungen kritisch zu begleiten. Nur war bei dem Thema Gender davon eigentlich ziemlich wenig zu spüren, vor allen Dingen in der Anfangsphase. Wie kommt das eigentlich? In der Anfangsphase würde ich sagen, lief das ja auf dem Frauenticket, wie wir ja schon geklärt haben, ne, dass das ja quasi unter dem Deckmantel Frauenpolitik war. Das heißt, das war dieses Ressort Gender und Gedöns, was in jeder Redaktion immer nur ein müdes Lächeln hervorruft, was keinen wirklich interessierte, was man aber immer machen musste. Dann hat in der Regel irgendeine Kollegin das übernommen. Und wenn man gegen irgendwelche Maßnahmen war, dann war man ja Sexist, Frauenfeind und so weiter. Ja, das heißt, das wurde gar nicht groß beachtet. Ich habe allerdings das Gefühl, dass es in den letzten ein, zwei Jahren durchaus eine deutlich höhere Aufmerksamkeit in wirklich verschiedenen Medien für dieses Thema da ist. Und zwar überall eben auch wirklich kritisch. Ja, also angefangen, selbst der Spiegel hat mehrere Geschichten gebracht, und diese ganze Gender-Ideologie hinterfragt. Sie haben bei der Zeit den Martenstein, Sie haben den Matusek bei der Welt, Sie haben beim Spiegel auch den Fleischhauer, der das immer wieder aufs Korn nimmt. Das heißt, Sie haben der Fokus immer wieder zu diesem Thema sehr kritisch. Das heißt, wir haben plötzlich eine neue Aufmerksamkeit für dieses Thema. Wie gesagt, dank der Übertreibungen der Gegenseite, ja, merkt man jetzt plötzlich an einzelnen Maßnahmen, Moment, was machen die da eigentlich? Und jetzt wird darüber diskutiert und es vor 5, 6 Jahren noch waren sie ziemlich alleine als Kritikerin dieser ganzen Sache. Inzwischen habe ich nicht mehr das Gefühl, dass man alleine ist, sondern wirklich und nicht nur in den christlichen Medien, sondern wirklich in den säkularen, in den großen Medien sind plötzlich überall sehr kritische Auseinandersetzungen mit diesem Thema. Und deswegen denke ich auch, hier ist noch gar nichts verloren. Wir fangen hier gerade erst an und es ist gut, dass diese Aufmerksamkeit fürs Thema endlich da ist. Und ich sehe hier ehrlich gesagt eine positive Entwicklung und deswegen gebe ich das auch gar nicht verloren. Und trotz dieser positiven Entwicklung haben Sie kürzlich bei einem Vortrag vor einer Meinungsdiktatur gewarnt. Ja, weil es schwierig ist. Es ist natürlich schwierig, immer zu widersprechen. Also man sieht das ja
auch bei den Demos, auch bei der Petition schon in Baden-Württemberg, schon die Petition lief noch, da waren schon die Ersten, die dann sagten, ja, das sind doch irgendwie alles nur ganz seltsame Menschen, die da unterschreiben, Christen und so, ne? Und das sind alles Fundamentalisten, das sind alles Homophobe. Ja, das heißt heutzutage alleine, wenn Sie die Position vertreten, dass Ehe für Sie etwas zwischen Mann und Frau ist, haben Sie sofort den Stempel Homophob, Homohasserin und so weiter. Ja, ich kenne das, weil ich das eben auch öffentlich immer wieder kriege. Und da scheuen natürlich auch viele Menschen zurück, dass sie sagen, dann sage ich mal besser nichts zu diesem Thema. Ja? Und in dem Moment sprechen nur noch diejenigen, die gegen uns sprechen. Das heißt, wenn wir aufhören, unsere Meinung weiterhin zu sagen und unseren Standpunkt zu halten, dann geben wir den anderen das Feld. Und dann entsteht eben das, was schon Elisabeth Nolle-Neumann als diese Schweigespirale bezeichnete, dass nämlich sein kann, dass die Mehrheit schweigt. Und dies, genau das haben wir in diesen ganzen Bereichen, weil viele aufgehört haben, ihren Standpunkt öffentlich zu halten. Und alleine, wenn wir das schaffen würden, dass alle ihre Meinung wieder frei sagen, dann könnten sie das sofort beerdigen. Das heißt, wir müssen eigentlich nur die Leute ermutigen und da ist jeder gefragt. Da ist jeder gefragt, weil es eben nicht nur darum geht, sich über Politiker zu beschweren, dass die jetzt nicht mehr christlich sind oder warum machen die dann nichts. Da würde ich Ihnen gerne die Frage stellen, wann haben Sie das letzte Mal was gemacht? Ne? Wann haben Sie das letzte Mal Ihren Standpunkt gehalten als Christ? Auch in diesen Fragen. Und wenn Sie das alle halten, dann werden Sie feststellen, dass in Ihrem direkten Umfeld ganz viele Menschen sind, die das genauso sehen, die aber auch auf jemanden warten, der als Erster den Kopf rausstreckt. Wir brauchen also mehr Menschen, die es auch wagen, das erste Mal als Erste den Kopf rauszustrecken. Und dann ist das überhaupt kein Thema mehr. Bin ich zutiefst überzeugt. Mhm. Frau von Beverförde, wie viel Gender steckt eigentlich in den Kirchen? Oh, ich glaube, eine ganze Menge. Wobei ich jetzt persönlich die wirklichen Einblicke nicht genau habe. Aber den Eindruck habe ich gleichwohl, dass da eine ganze Menge drinsteckt. Und das ist ein großes Problem. Weil wir brauchen die Kirche wirklich auch als, ja, ich meine, wir brauchen sie nicht nur in dem Bereich, aber wir brauchen sie auch in dem Bereich. Natürlich auch wirklich als, ja, als Unterstützer. Weil Gender ist einfach feindlich, ist christenfeindlich, ist christusfeindlich, ist einfach, das lässt sich nicht vereinbaren. Es ist unvereinbar mit dem christlichen Glauben. Das muss man einfach mal klipp und klar sagen. Weil es nämlich das, was... Ich meine, der Papst hat es gesagt, Papst Benedikt hat es gesagt, aber nicht, weil die das sagen, sondern weil es einfach logisch ist. Ja? Weil es zielt wirklich auf die auf die Grundordnung, auf die Ordnung, die Gott uns gegeben hat. Und letztendlich steckt dahinter, die Birgit hat es am Anfang schon ganz toll ausgeführt, dass der Mensch sich selbst machen soll. Ja? Er soll sich nicht mehr von Gott als Schöpfung begreifen, sondern er soll sich selbst schöpfen. Er soll sich selbst erschaffen. Ja. Nach seinem Gutdünken. Er soll sich überlegen, wer bin ich heute, wer bin ich morgen? Ich mache mich selbst. Und das ist gottfeindlich. Das geht direkt gegen Gott. Das geht gegen, ja, das ist die Anmaßung, ja, die Ursünde, der Hochmut, die Ursünde von Luzifer, ja. Ich nehme nicht das an, was Gott mir gegeben hat, sondern ich mache das selbst. Ich kann das besser. Ja. Ich würde noch einwerfen, schreiben Sie doch mal der Bischofskonferenz und fragen Sie mal nach, wieso eigentlich die Caritas eine Genderbeauftragte hat. Ja, Sie finden das also auch in der katholischen Kirche, wobei ich sagen muss, also in der katholischen Kirche ist es noch sehr moderat, noch sehr in den Anfängen. Die evangelische Kirche können Sie in dieser Hinsicht schon völlig vergessen. Die hat im vergangenen Jahr ihr eigenes Genderzentrum sogar eröffnet. In Hannover, ich hatte das zweifelhafte Vergnügen, mit der Leiterin ein Streitgespräch führen zu dürfen. Das endete nicht schön. Jahresbudget 200.000 Euro bei der evangelischen Kirche. Und da ist jetzt eine, Zitat, lesbisch lebende Vikarin.
ne, die jetzt dieses Gender-Kompetenzzentrum leitet und die Gender-Perspektive in die evangelische Kirche, in alle Strukturen hineinbringt. Die evangelische Kirche hat auch diese Bibel in gerechter Sprache gemacht, ne? Weil also unsere Bibel ist ja ungerecht, ne? Weil die Frauen ja nicht sichtbar sind, ne? Und deswegen spricht die Bibel in gerechter Sprache zum Beispiel von Jüngerinnen und Jüngern und so, ne? Also damit alles schön gerecht und wunderbar aufgeteilt ist. Also in der evangelischen Kirche grassiert das schon seit Jahren. Das Ganze nur möglich, weil es die Kirchensteuer gibt in Deutschland. Sonst, sonst gäbe es das alles gar nicht. Ja? Das muss man jetzt auch mal klar sagen. Wenn wir mal auf die Politik schauen, dann gab es, glaube ich, meines Wissens überhaupt keine Debatte über diese Gesetze, die da eingeführt wurden zum Thema Gender. Woran liegt das? Kuschen unsere Politiker da auch zu sehr oder beobachten Sie da auch so langsam ein Umdenken, wie Sie das bei den Journalisten festgestellt haben? Ich glaube nicht, dass es ein Kuschen ist. Es ist einfach totale Unkenntnis auch der Materie. Also ich bin viel auch bei politischen Veranstaltungen. Ich komme sehr viel mit Politikern in Kontakt. Und bei vielen ist das auch wirklich eher Unwissen. Also die haben auch so dieses Gender, das ist doch diese Frauenförderung und so. Also viele haben sich mit dem Thema noch überhaupt nicht beschäftigt. Deswegen sage ich, da ist nicht böser Wille dahinter. Also da sind nur einige wenige, die diese Strippen im Hintergrund ziehen und die genau wissen, was das bedeutet. Aber die breite Masse der Politiker, würde ich jetzt mal sagen, kennen sich mit diesem Thema auch nicht besonders aus und haben das immer im Prinzip alles einfach nur durchgewunken. Dem einen oder anderen blüht jetzt langsam auch, dass es nicht alles so richtig ist. Deswegen denke ich aber, ist auch noch eine Menge Potenzial, weil wir die Politiker ja nicht, sag mal, explizit gegen uns haben in dieser Sache, sondern sie gewinnen können für diese Position, indem man einfach auch den eigenen Abgeordneten anspricht im Wahlkreis und dass man sie einfach fragt nach dem Motto, warum unterstützen Sie das? Wissen Sie, was das bedeutet? Warum machen Sie dies? Warum machen Sie jenes? Ja, damit die gezwungen sind, sich mit dieser Materie auseinanderzusetzen. Und ich glaube, dass die meisten Politiker dann auch mit gesundem Menschenverstand auf den ersten Blick sehen, dass das eigentlich so nicht sein kann. Ja? Und wir müssen darauf bestehen. Ein Wort in Gottes Ohr. Ja, wirklich. Ich glaube das wirklich, weil ich wirklich erlebe, wie oft die Leute selber überhaupt gar keine Ahnung haben. Und wir müssen darauf bestehen, zu trennen zwischen Frauenförderung und Gender Mainstreaming. Ja? Nicht alles, es gibt ja auch, von mir aus kann man ja auch Frauenförderung tun. In manchen Bereichen macht das vielleicht ja auch Sinn und so weiter. Ja? Das heißt, dass man sagt, okay, wenn wir hier Frauen fördern wollen, dann machen wir Frauenförderung, aber wir brauchen nicht diesen Gender-Begriff überall, weil damit helfen wir dieser Ideologie quasi weiter, weil wenn überall Gender draufsteht, dann sagen die, ja wieso, Gender gibt es doch hier und da und das ist doch alles gut, dann kann man das Böse von dem Guten eigentlich gar nicht mehr trennen, weil alles heißt dann Gender und deswegen müssen wir es wieder auseinandernehmen und dann auch immer darauf beharren, wir möchten jetzt auch Männerförderung haben. Ne? Gehen Sie zu Ihrer Gleichstellungsbeauftragten und fragen Sie sie, was sie eigentlich für Männer tut, weil sie ist ja Gleichstellungsbeauftragte, das heißt, sie ist für alle Geschlechter da. Gehen Sie mal und fragen Sie, was sie für Männer macht. Ne? Aber ziehen Sie sich warm an. Es gibt dieses berühmte Beispiel von einem Demonstranten bei der Demo in Paris, der da wohl festgenommen wurde, weil er für die Ehe eintrat, also für die Ehe von Mann und Frau mit Kind. Wie real ist es oder wie gefährdet sehen Sie unsere Gesellschaft, dass es irgendwann nicht mehr erlaubt sein wird, seine Meinung zu sagen, weil es vom Gesetz her unter Strafe gestellt ist, zum Beispiel sich für die Familie einzusetzen. Sind wir da noch weit von entfernt oder ist das schon in Absicht? Also im Moment sind wir davon nicht sehr weit entfernt. Also das würde ich mal, und zwar nicht nur in Bezug auf diese Frage, auch auf andere Fragen. Also man spürt das ja regelrecht. Das hat auch jetzt zum Beispiel im Zusammenhang mit den Pegida-Demonstrationen, zu denen kann man ja stehen, wie man will. Aber
und da gibt es ja auch durchaus unterschiedliche Ansätze, kann jeder einen anderen Standpunkt zu haben. Aber die Tatsache, dass man quasi jetzt schon von der Bundeskanzlerin in der Neujahrsansprache mitgeteilt bekommt, dass das was ganz Böses ist und dass man sich dem bitte schön fernhalten sollte, obwohl dort letztendlich sehr viel weniger, jedenfalls rein objektiv, ja, bei diesen Demonstrationen sehr viel weniger irgendwelche Gewalt oder sowas passiert als bei vielen linken Demonstrationen. Das ist schon faszinierend, ja. Und obwohl dort obwohl die dort ein Programm, zumindest ein Punkteprogramm veröffentlicht haben, was sie als für sich in Anspruch nehmen, wo man wirklich jeden einzelnen Punkt, wenn man ihn durchgelesen hat, sagen muss, der ist absolut in Ordnung. Also jedenfalls nichts, wo man jetzt von der Regierung her sagen müsste, hallo, das ist gefährlich. Also wenn ich das sehe, in welcher Weise wir hier im Moment, man versucht uns in der Meinung wirklich, ja, und uns die Meinung schon zu verbieten oder bestimmte Meinungen aufzuzwingen. Wie gesagt, ich sage jetzt nichts für und nichts gegen Pegida, aber die Tatsache, wie wir dort gelenkt werden, jetzt schon ganz offen, sofort Stempel von der Regierung. Ja, das finde ich auch schwierig. Das sollte uns in höchste Alarmbereitschaft versetzen. Das ist mein Empfinden. Und das kann natürlich gehen für das, was Sie gerade gesagt haben, dass man sich nicht mehr für Ehe und Familie in der normalen Form einsetzen darf, weil man dann sofort homophob ist. Ich bin natürlich mega homophob, können Sie sich ja wohl vorstellen. Obwohl ich noch nie etwas gegen einen Homosexuellen gesagt habe. Es stimmt einfach nicht. Aber ich bin natürlich super homophob. Ja, also ja, das ist ganz klar. Du sowieso auch. ja, ich meine, hallo. Deswegen sind wir so ein gutes Team. Ja, genau. Wir haben zusammen eingeladen. Es ist wirklich... Wir sind da schon ganz nah dran und deswegen kann ich Sie alle nur ermuntern, nochmal sozusagen in Fortführung dessen, was du gerade gesagt hast, tun Sie was, ja? Schreiben Sie Ihre Abgeordneten an, gehen Sie auf Demonstrationen, also zumindest auf meine Demo für alle, kann Sie alle nur herzlich einladen. Lassen Sie sich das nicht bieten, weil wenn wir erstmal den Mund verboten bekommen haben, dann ist es vorbei. Ja, das gehen wir nachts raus und sprühen es an Wände. Ja, super. Ja. Ja, oder müssen in die Katakomben. Also das muss doch nicht sein, oder? Also bitte. Vielleicht von Ihnen, Frau Kelle, dazu auch noch ein Schlusswort. Was kommt, wenn Familie geht? Das ist ein Thema Ihrer Vorträge. Warum lohnt es sich so sehr, für die Familie zu kämpfen? Weil wir die Mehrheit sind. Ganz einfach. Ja? Wir müssen uns einfach nur wieder bewusst werden, dass wir die Mehrheit in diesem Land sind und dass wir den Staat gar nicht brauchen. Es genau andersrum ist. Wir sind schon so in diesem Denken nach dem Motto, ohne den Staat und das funktioniert alles nicht. Die Wahrheit ist, ohne Familie funktioniert kein Staat. Das ist die Wahrheit. Ja? Genau. Bitte gehen Sie ins Internet unter Demo, www.demo für alle in einem Wort mit UE für, ja, demofüralle.de oder familien-schutz.de, das ist meine Initiative, und tragen Sie sich dort für den Newsletter ein, dann kriegen Sie die Information, wann es ist und wo es ist und ja. Und es wäre echt toll, wenn Sie kommen oder wenn Sie es weiterverbreiten. Ja, für Ehe und Familie, gegen Gender und gegen die Sexualisierung unserer Kinder. Herzlichen Dank. Und Ihnen hier im Saal und daheim darf ich noch mal die Gender-Broschüre von Kirche in Not ans Herz legen. Können Sie gerne bestellen in beliebiger Stückzahl. Informieren Sie sich, damit Sie mitdiskutieren können, damit Sie es auch mit weiter verbreiten können, denn denken Sie immer daran, vieles von dem, was die 68er-Generation vor 50 Jahren geplant hat, ist heutzutage Realität und wir wollen hoffen, dass es mit dieser neuen Ideologie nicht ebenso geht im Sinne der Familie und da freue ich mich, dass wir so erfolgreiche, starke, mutige Frauen haben, die uns dabei zur Seite stehen. Ich danke Ihnen für Ihre Beiträge, meine Damen. Vielen herzlichen Dank für Ihre Beiträge. Ihnen daheim vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auch Ihnen hier im Saal seien Sie gesegnet und kommen Sie gut nach Hause. Danke.